Der Flächeninhalt des Dreiecks ABC ist 48. Die Punkte T, X, Y und Z befinden sich an den Vierteln der Seiten. Frage: Wie groß ist der Flächeninhalt des Trapezes X, Y, Z, T? Wir suchen also den Flächeninhalt von diesem grauen Trapez. Zuerst verdoppeln wir die Situation. Wir wissen, dass der Flächeninhalt vom Dreieck ABC 48 ist. Also muss der Flächeninhalt von dem Parallelogramm ABCD genau das Doppelte von 48 sein, das heißt 96. Der Flächeninhalt vom Parallelogramm ABCD kann aber auch berechnet werden durch Basis mal Höhe. Nennen wir die Basis klein b und die Höhe klein h, dann wissen wir, dass der Flächeninhalt des Parallelogramms ABCD klein b mal klein h ist. Also muss b mal h gleich 96 sein. Wir suchen jetzt den Flächeninhalt von dem grauen Trapez. Das ist die Hälfte vom Flächeninhalt des Parallelogramms RXYS. Und der Flächeninhalt des Parallelogramms RXYS wird berechnet durch Basis mal Höhe. Und diese Basis, das ist b. Und diese Höhe, das ist h halbe. Somit wissen wir also, dass der Flächeninhalt vom Trapez ein halbes mal b mal h halbe ist. Das heißt b mal h Viertel. Wir wissen aber, dass b mal h 96 ist. Also finden wir als Flächeninhalt vom Trapez ein Viertel von 96, das heißt 24. Somit ist Antwort D die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.